Oh, schau an, wie sie mich alle lieben. Küsschen all over my body. Ja, Leute, ich lasse das hier mal abfahren. Das wird eine ganze Weile dauern. Das ist die Show, wer hier wann welche. Jetzt klappt es nicht. Wer wann was gestartet hat, welche Stadt gebaut hat und so weiter und so fort. Ja, es klappt nicht. Es startet nicht. Egal, dann. Oh, doch, jetzt geht's los. Ja, das dauert eine ganze Weile, aber es ist auch ganz interessant, mal zu sehen, wie die Ausbreitung war. Am Anfang gründen natürlich erstmal die ganzen Zivilisationen. Die Amerikaner huschen jetzt vor und bauen schon die zweite Stadt sehr zeitig. Die haben wahrscheinlich einen Siedler gefunden. In irgendeinem Haus, irgendeinem verlassenen Dorf. Erinnert euch ja sicher noch zurück. Ich baue die dritte Stadt, kurz darauf auch schon die Römer und die Russen. Jetzt geht es sowieso weiter, jetzt sind alle dabei. Ja. Die Amerikaner haben jetzt grundsätzlich schon drei Städte. Und hier sieht man die Engländer, die haben offensichtlich auch einen Siedler gefunden, mit dem sie dann direkt vor dem Haus der oder vor dem die Siedlung der Franzosen eine Kolonie gegründet haben. Wenn da fackeln die nicht lange, also die KI fackelt nicht lange, wenn die einen Siedler hat, dann baut die besonders am Anfang ruckzuck eine Stadt. Ja, und so langsam wird alles größer. Und ihr seht, die anderen Zivilisationen haben mich jetzt quasi schon überholt. Ich habe diese drei Städte. Alle anderen Zivilisationen haben schon mehr, haben schon vier oder noch mehr Städte. Dafür habe ich jetzt gerade die Great Library gebaut. Und jetzt geht's auch los. Langsam. Meine vierte Stadt. Bin ich aber immer noch hinten an mit vier Städten. Zumindest die Franzosen haben noch, also haben auch vier Städte nur. Ja, jetzt habe ich fünf, habe die Franzosen wieder überholt. Franzosen haben jetzt auch fünf. Ich habe sechs. Ja, und jetzt geht das Erobern los. Also ich greife jetzt die Russen an und habe jetzt hier quasi schon diese erste Stadt eingenommen und schon die zweite Stadt eingenommen. Das ist quasi so die erste Angriffswelle gegen die Russen. Ich glaube, jetzt hatte ich erstmal wieder Frieden geschlossen. Ja, die anderen Zivilisationen bauen fleißig weiter Städte. Besonders die Amerikaner und die Römer sind da gut am Start. Auch die Engländer sind da sehr gut am Start. Ich meine, sie haben jetzt hier auch die Franzosen schon ziemlich gut eingekesselt, muss man sagen. Die Franzosen bauen sich jetzt hier drüber. Und bei mir geht die Eroberung weiter. Ich hole mir russische Städte. Ich baue auch wieder noch neue Städte. Und hier unten im Histogramm kann man so die Power unterscheiden, also wer wie viel Angriffskraft hat. Und da sieht man schon, dass ich ganz schön zulege. Klar, jede Stadt wird halt auch von Einheiten verteidigt. Und ich habe natürlich auch massiv Angriffseinheiten gebaut, um die Russen anzugreifen. Ja, und ich baue jetzt hier auch fleißig Städte. Und habe auch schon ganz schöne Ausbreitung, kulturelle Ausbreitung geschaffen. Doch deutlich mehr als die anderen Zivilisationen.
Aber ich achte halt auch darauf, dass meine Städte nicht so dicht zusammenstehen. Was die gegnerischen Zivilisationen zum Beispiel so gut wie gar nicht machen. Also die bauen wirklich so im teilweise 4x4 Radius. Ah, jetzt geht der Angriff weiter. Ist auch nur so ein kurzer Plop, wo ich mir so ein, zwei Städte von den Russen hole. Bauen hier so mitten in meinem Gebiet noch was rein. Ja, und man sieht, es zerfasert sich jetzt hier so langsam ein bisschen. Die Römer haben schon so eine Stadt mitten im amerikanischen Gebiet. Jetzt hier noch eine weitere Stadt hinterm amerikanischen Gebiet. Die Engländer haben ja von Anfang an in das französische Gebiet reingebaut. Die Franzosen inzwischen hintergesprungen. Die Russen können nichts dafür, dass ich sie angegriffen habe und ihr Land zersplittert habe. Ja, es wird langsam eng. Deswegen zerfasert sich das so ein bisschen. Ich baue weiter fleißig Städte. Und auch die anderen Völker tun dies. Ist wieder Frieden mit den Russen offenbar. Und jetzt sind die Römer rübergesprungen und haben ihre erste Stadt auf meinem Gebiet oder auf meinem Kontinent errichtet. Und ich habe die ersten Städte auf dem neuen Kontinenten errichtet. 1400, ja. Vor 1492 sogar. Jetzt geht es langsam los, habe mehr Städte errichtet. Kommt immer noch mehr dazu. So, und jetzt ist der Krieg. Der Krieg hat begonnen gegen Franzosen und Engländer. Und haben wir hier eben zwei Städte gekascht, die ich mir aber auch schnell wieder zurückgeholt habe. Und gegen die Russen. Gleichzeitig gegen drei Zivilisationen. Und den Russen geht es jetzt schnell an den Kragen. Ich greife nämlich die Russen massiv an, hole mir meine Städte zurück, die jetzt zurückerobert wurden. Die Russen schaffen es nochmal, irgendwie eine Stadt von mir zu erobern. Hole ich mir aber auch schnell wieder zurück. Und es geht jetzt hier alles viel schneller. Ich kann schon gar nicht mehr so richtig mitreden dabei. Ich habe auch die Städte auf den Inseln jetzt angefangen zu gründen. Und die Russen haben immer weniger Städte. Jetzt glaube ich nur noch zwei übrig. Noch eine. Noch keine. Und sie bauen aber eine neue Stadt, um auszuweichen und zu überleben. Und ich baue weiter Städte auf den Inseln hier. Und auch Potsdam und Mainz sind schon gegründet. Es geht weiter voran. Die Russen haben sich wieder zwei Städte geholt. Die Römer haben inzwischen drei in meinem Land. Ich habe weiterhin Krieg gegen Engländer und Franzosen, die sich jetzt aber auch aufmachen, mich anzugreifen. Und ich habe mir jetzt die erste französische Stadt geschnappt. Und auch die Sioux sind jetzt rübergekommen auf mein Land und siedeln hier auf meinem Kontinent. Und der Angriff geht jetzt weiter. Ich habe mir das mit den Russen so gedealt, dass ich den Frieden bekomme dafür, dass ich ihre Stadt bekomme. Und langsam müssen auch die Franzosen ordentlich einstecken. Ich hole mir ihre Städte. Ja, Lyon, da gab es ja die lange Schlacht. Die Engländer haben hier übrigens meine Stadt erobert, die ich mir von den Russen für den Frieden erkauft habe. Die war halt lange Zeit ohne Verteidigung und das ist ihr zu. Ja, das. Da hat sie dann Pech gehabt, ne? Wurde einfach erobert dadurch. Ja, aber ich habe sie jetzt inzwischen zurückgeholt. Und auch die zweite russische Stadt, da mir die Russen wieder den Krieg erklärt haben. Den Bündnisfall. Ja, und jetzt geht's auch an die Engländer. Die Engländer werden jetzt eingedampft.
den Franzosen nehme ich hier noch die letzten Städte weg, womit sie jetzt auch ausgelöscht sind. Und jetzt werden quasi den Engländern die letzten Städte geraubt. Auf dem anderen Kontinent ist jetzt langsam wirklich alles voll. Ich baue hier noch die letzten Zipfel voll, wo noch Land frei zu sein scheint. Den Engländern glaube ich noch die letzten Städte. Fehlen nur noch zwei. Null. Und sie bauen eine neue Stadt. Ja, und ich habe alles vollgebaut, was noch zu bauen war. Die Engländer haben jetzt relativ schnell wieder zwei Städte gegründet. Und ich habe Frieden mit den Engländern geschlossen. Ja, es geht weiter voran. Auf dem anderen Kontinent kann fast gar nichts mehr Neues gebaut werden. Jetzt hat der Krieg gegen die Römer begonnen. Ich hole mir relativ fix die römischen Siedlungen, die sich mitten in meinem Gebiet gebaut haben. Und jetzt hole ich sie mir auch auf meinem Kontinent. Hier musste ich mir die englische Stadt holen, weil sie Kohle hatten. Weil sie die einzige Stadt auf meinem Kontinent war, die Kohle hat. Und ich brauche die Kohle. Nicht das Geld, sondern tatsächlich diesen Rohstoff Kohle. Ja, und jetzt sind die Römer auch schon von meinem Kontinent vertrieben. Verbleiben auf ihrem Kernland. Frieden ist wieder geschlossen. Und 1956 habe ich den kulturellen Sieg erlangt. Die größten Städte sind meine Städte. Berlin ist die Stadt mit den meisten Weltwundern und demnach auch die größte Stadt. Leipzig ist hingegen eine sehr große Stadt mit sehr vielen Einwohnern. Ja, hier vom Ranking kann man auch einiges sich angucken. Population sind immerhin fast 150 Millionen Einwohner. Hier sieht man allerdings nicht die Kultur. Leider. Lebenserwartung 71 Jahre. Weil die Kultur, über die Kultur habe ich jetzt gewonnen. Ah, hier sieht man was. Und zwar sind im Moment die Punkte eingetragen. 1542 Punkte habe ich. Und liege damit dreimal so hoch wie die Amerikaner, die knapp gefolgt sind von den Römern und den Irokesen und den Azteken, die weit abgeschlagen, die Engländer, Franzosen und Russen. Power sieht auch sehr gut aus bei mir, ja. Culture. Oh, ist sogar ein bisschen geschrumpft, weil auch die anderen Völker mehr in Kultur investieren. Na, jetzt sieht man hier nochmal den Typen, der jetzt da leicht draufhaut. Und ich bin Bismarck the Fair. Könnte auch noch höher gehen, aber das ist dann auch abhängig davon, welche Schwierigkeitsstufe man spielt. Und ich habe ja leicht gespielt. So, aber wie ihr seht, ist es tatsächlich mein höchster Sieg, den ich bisher gemacht habe. Unglaublich. Ja, it's over, man. Game over, man. So, this game is like over. No further score will be entered. Okay, also ich kann jetzt keine Punkte mehr machen, aber ich kann quasi noch weiterspielen. Aber, liebe Leute, ich werde nicht mehr weiterspielen. Ich habe euch jetzt einmal das Spiel gezeigt. Hier würde noch einiges passieren können. Aber vorerst werde ich nicht mehr weiterspielen. Aber ich drücke jetzt hier trotzdem drauf auf Wait. Let me just play a couple more turns. Und werde da speichern, weil vielleicht komme ich nochmal auf die Idee, euch zu zeigen, wie das mit dem Weltraum ist. Weil eigentlich ist es auch ganz nett. Aber diese Runde werde ich auf jeden Fall beenden. Und ich danke euch mal wieder fürs Zuhören. Und sage bis zum nächsten Mal.